Ja, so fängt's nämlich an. Ja, jetzt ist doch nur an meinem Leid. Aber deswegen sind wir ja auch Freunde. Eine ist am Fluchen, andere betrunken und dann ist da noch der Flo. Ja, iTunes Connect lädt natürlich wieder nicht. Elendes Rittergutsgelump. Das ist doch alles nicht mehr normal, das ist Elend. Ja. Na? Hallo übrigens. Das war eine schöne Folge. Wir haben viel gelacht. Und viel geweint. Noch viel, viel mehr. Menschen, Situationen, Emotionen. Aber wir weinen miteinander, nicht übereinander. Ja, weil das tropft uns so nach unten. Wie an einem guten Hähnchenstand. Hähnchenstand. Ich hatte auch mal Hähnchenstand, aber dann war ich beim Psychiater. iTunes Connect, ich habe es endlich gefunden. Ich stelle mir gerade einen Penis vor. Einen harten Cock. Seh schon. Gehört? Ich bin bei iTunes Connect mit einer E-Mail-Adresse angemeldet, die es gar nicht gibt. Mit meiner? Nein, mit meiner, aber von der Disastercast. Faszinierend. Ich habe ein neues Textdokument auf dem in dem Ordner. Das ist leer. Jetzt ist es weg. Tschüss, Textdokument. Ich habe da eine Excel-Tabelle. Die brauche ich aber nicht mehr. Die mache ich jetzt weg. Tschüss, Excel-Tabelle. Ich habe da ganz wichtige Daten, aber mir ist langweilig. Jetzt sind sie weg. Tschüss, wichtige Daten. Du könntest in die Politik gehen damit. Ja. Sie verkacken, wir löschen. Also auf Deutsch gesagt, mein Job. Das Verkacken oder das Löschen? Beides. Wir haben doch schon festgestellt, dass ich Profi bin. Natürlich bin ich das in Personalunion. Wenn ihr euch fragt, wer das da ist, wo da so reden tut, das ist unsere Producerin. Die produziert Scheiße. Die Frau Dela. Die ja, Frau du produzierst Dela. Uns, wir wissen es. Und wir haben uns gedacht, hier zu dem, was hier jetzt so geschieht, zu diesem Relaunch, machen wir mal eine ganz besondere Sonnenwende-Folge. Sonnenuntergangsfolge. Es ist dunkel draußen. Und für euch am Mikrofon der Flo. Das schönste Schnarchen im Podcastland. Wisst ihr, was das Schönste an der ganzen Sache ist? Dass es niemand hört. Ich glaube sowieso. Nein, aber das Allerschönste an der ganzen Sache ist, dass ich hier als Hintergrundbild euer gehäkeltes Kissen habe. Ja. Auf dem ich, aber das ist noch mein Bild, was ich damals gemacht habe, auf dem ich euch in der Hand habe. Nein, lass uns nicht los. Nicht der Rüdiger. Heute für Sie am Kopfkissen der Flo. Ja, das fühlt sich gut an. Ja, mit der ganzen Faust. Nom, 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 nom. Fingerfood. Nom. Alles wie immer. Ich habe ja, übrigens. Schon, die Qualität dieses Formats ist beibehalten. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Corporate Quality. Genau. Wir haben uns verkauft. Und es hat sich gut angefühlt. Nur aus dem Haushalt, Dela. So wie das der liebe Gott gewollt hat.
Habe ich schon erwähnt, dass Jimp auch eine Krankheit ist? Ach, ich finde, das geht eigentlich, wenn man ja, erstmal die 2 Millionen Tastenkürzel drauf hat. Und Das Problem ist, wenn du jahrelang Jimp auf einem riesigen, großen Bildschirm hattest. Mhm. Ich habe ja früher mit dem Fernseher gearbeitet, statt mit dem Dings. Und dann auf einmal wieder auf 2 Bildschirme umsteigst. Ah, okay, ja. Weil dann sind nämlich deine ganzen Werkzeugfenster irgendwo am Ende der Welt. Ja. Und das ist wunderschön. Da bin ich ganz bei dir. Wo wir gerade bei dem Thema sind, das in meinem Kopf vor sich hinläuft. Du kennst doch He-Man und die Masters of the Universe. Natürlich. Du kennst doch auch den Master namens Fisto. Ja. Gut, mehr wollte ich nicht sagen. Nein, ich habe tatsächlich He-Man-Comics gelesen und da sagt einer, wie schrecklich doch gerade alles ist. Und da sagt der andere, du musst wirklich nicht dein Leben lang mit dem Namen Fisto rumlaufen. Ja. Und weil es lustig ist, lese ich euch einfach noch ein paar Namen vor, wie Quildor. Oh ja, das passiert gerade wirklich. Mossman, der voll Moos ist. Seine Superkraft ist überall zu wachsen. Ist so ähnlich. iTunes behauptet, ja, ach, guck an, dein Feed enthält keine Folgen. Das sag bloß, du rennst hier. Rioplast. Was macht eigentlich der Rio? Weiß nicht. Außer blasten. Okay, dieser Satz hätte auch anders weitergehen können. Der spielt an seinem Janeiro rum. Snowspout. Der heldenhafte Elefantenmensch. Also jetzt Elefantenmensch im Sinne von Ganesha, oder? Er hat einen Rüssel, aus dem er spuckt. Ein Lama-Fund? Nein, ein Snoutspout. Ah, klar. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? So, also folgendes. Ich habe jetzt das Ganze eingemeldet. Konnte es aber noch nicht einmelden, weil wir noch keine Folgen haben. Das ändern wir gerade. Genau. Aber ich würde das trotzdem aus Chronologiegründen und damit wir die Leute nicht doppelt zubumpen, warten, bis ihr mir die alten, den Back-Katalog quasi habt zukommen lassen. Dann lade ich den Back-Katalog hoch, dann unsere Ankündigungsfolge und dann diese Folge. Jo. Klingt das nach dem Plan? Aber sowas von. Was auf? Oder gebt ihr mir den Backkatalog einfach so und wir fangen neu an? Nein, nein, wir machen das schon so. Okay. Wir haben ja ein Dingsbums, Dingsbums. Producer. Das, nein, ja, also nein, ich rede von was gerade. Wovon rede ich eigentlich gerade? Clamp Jamp! Ein Ruf, dass wir sowieso manchmal ein wenig länger warten mit Dingern, wo wir. Es kommt nicht darauf an, wie schnell man es erledigt, sondern dass man es gründlich erledigt. Gründlich, dann machen wir was falsch. Sehr viel längere Zeit. Faker. Kann man eigentlich eine Feed-Umleitung basteln? Ja, aber das geht dann alles kaputt. Okay. Nein, also nicht Umleitung im Sinne von so ein geteilt. Also wenn ich jetzt den Mesh auf mich mit zusätzlich umleiten wollen würde. Also, verstehst du, was ich will? Ja. Stinkor. Der Meister der teuflischen Düfte. Der ist gut. Da muss es doch bei Captain Planet auch massiv viel geiles Zeug gegeben haben. Captain Planet war der mit den Ökos, oder? Ja, ja. Captain Planet war der, oh Baby, ich steh so drauf, wenn du die Umwelt verschmutzt. Ich glaube, da hatte ich nur einen Comic von. Das war ganz schlimm. Das war unter diesen ganzen 80er-Sachen das Schlimmste. Hier gibt's einen, der heißt Webstore. Ob der einen Online-Shop hat? Okay.
Captain Planet war, glaube ich, sogar Anfang der 90er. Ja, musst du mit 91 oder kurz vor der Zeit, ja. Aber das war ganz schlimm. Ja. Und es gab eine Russin, das weiß ich noch. Es waren immer, die Weiber waren immer die Russinnen, aus irgendeinem Grund. Aber nur, wenn sie rote Haare hatten und scharf waren. Mhm. Hieß die, glaube ich, die hieß sogar Laika. Ach was. Captain Planet. Kwame, Wheeler, Lenka hieß sie. Lenka, genau, nicht Lenker, Lenka. Hm. Ja, komm, neu dran. Lenka? In der englischen Originalfassung wird sie Linka geschrieben und ausgesprochen. Okay. Na, von Kalinka, nehme ich mal an. Vermutlich. Womit wir wieder bei der Kalinke wären, von Ein Käfig voller Helden. Die es hier gar nicht gibt. Genau. Das ist übrigens bis heute noch einen der geilsten Gags in der Medienwelt finde. Ich auch. Das ist einfach klasse. Einfach mal eine Übersetzung der Figur reingeschrieben, die es überhaupt nicht gibt. Die Schurken waren übrigens der Plünderking, im Original Lutenplunder, Graf Atomar, im Englischen Duke Nukem, Dr. Plage, im Englischen Dr. Blight, Big Mutch, Sly Sludge im Englischen, Ratzfatz, im Englischen Verminous Scum, Raffgier, im Englischen Hawkish Creakley und Zarm, im Englischen Zarm. Okay. Was habe ich nur getan? Tja, jetzt ist es zu spät. Es ist wundervoll. Ich hab's vermisst. Das ist ja das Schlimme, wenn man das auch noch vermisst. Mhm. Aber Gott, ich komme aber auch mit meiner eigenen Dropbox nicht mehr klar, bin ich auch ganz ehrlich. Da habe ich mittlerweile auch total den Überblick verloren. Ich sehe gerade, wer die Originalsprecher bei Captain Planet waren und fuck. Sprecher? Das gab's auch im Fernsehen? Natürlich. Also jetzt enttäuschst du mich auch. Ey, jetzt halte ich mal fest. Gaia wurde also zum Beispiel gesprochen, also es gibt verschiedene Sprecher bei den meisten, von Whoopi Goldberg. Später dann von Margot Kidder, die Lois Lane aus den Superman-Filmen. Kwame wurde gesprochen von Lever Burton, also von Geordi LaForge. Der Plünderking wurde im erstens Mal gesprochen von James Coburn. Dr. Plage von Meg Ryan. Big Mutch von Martin Sheen. Graf Atomar von Dean Stockwell aus Zurück in die Vergangenheit und so weiter. Ratzfatz zum Beispiel von Jeff Goldblum. Und Sam von Sting, von David Warner und von Malcolm McDowell. Ja, voll gut. Ey, was hatten die für Stars da in dieser Serie? Ja nun, ich hab dir gerade das Info geschickt, Hendrion. Ich bin schwer schockiert. Also ich guck mal, gibt's doch bestimmt auf YouTube eine Folge oder so. Garantiert. Können wir das nächste Mal dann uns vorknöpfen. Aber, ich glaube, das ertrage ich nicht, also... Du bist ja auch gar nicht eingeladen. Vor allem das Schöne ist, ich muss es ja nicht mal schneiden. Oh, doch. Aber ich habe hier einen Goldschatz gefunden. Oh Gott. Moment. Goldschatzbad. Ich habe die erste Episode im Englischen gefunden. Ja, ich habe sie hier auch. Ja, vielleicht. Ich habe eine Playlist, glaube ich, gefunden. Ja. 1990. Oh, fuck. Aber Captain Planet war wirklich, wirklich schlimm. Wie gesagt, ich hatte nur einen Comic.
Und das hat mir schon gereicht. Wie steht ihr denn eigentlich zu den Power Rangers? Gar keinen Bezug zu. Das war genau nach meiner Zeit. Die Generation meiner kleinen Schwester hat damit gespielt. Ich weiß, ich hatte auch welche. Ich nicht. Es war ja auch nach meiner Zeit. Ich habe irgendwie versucht, mal ein bisschen reinzukommen, weil ich auch so Kaiju-Sachen und sowas ja mag. Aber es fällt mir doch... Ja, die zählen, glaube ich, so irgendwie am Rande dazu. Mit diesen riesen Robotern auch und sowas. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe das immer so als Ninja-Quatsch abgespeichert im Kopf. Ich glaube, ich habe mal einen Realfilm mit den Power Rangers probiert zu gucken. Ja. Schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Oder war das eine Serie? Der Soundtrack war gut. Nee, es gab vor 2 oder 3 Jahren gab's einen Power Rangers-Film. Nee, nicht so neu. Nee, es gab früher auch schon mal einen. Ja, die haben das damals ja totgeritten ohne Ende. Da gab's, glaube ich, mehrere sogar. Aber schlecht waren sie alle. Aber der neue Power Rangers Film, der letzte jetzt, der hatte, wenn ich mich nicht täusche, 7 Stunden zurückgelegt. Okay. Damit könntest du mich ja wieder kriegen. Ich habe ihn hier liegen, aber ich habe ihn auch nicht gesehen. Und ob natürlich meine Definition von guter Musik deiner Definition von guter Musik entspricht, ist auch nochmal eine andere Frage, die an einem anderen Zeitpunkt geklappt haben muss. Mal gerade so völlig off-topic. Und wir werden es schneiden müssen an dieser Stelle. Ich bekomme gerade eine DM von meiner besten Freundin mit dem Inhalt: Na, hast du dein Rudel auf mich angesetzt? Ja, hab ich. Keine Angst, ich beiße niemanden. Ich ha, schon. Ha, also, ha. Außer, naja, gut, aber. Nudel angesetzt. Du glaubst doch nicht wirklich, dass wir das schneiden? Ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr geschnitten, oder? Was, du meinst, ihr hättet schneiden können bei dieser einen Folge mit nur Schweigen? Hey, da habe ich Zeug reingeschnitten. Unter anderem dich. Ah, eine unserer besten Folgen. Ja, ich mag sie immer noch. Twitter verwirrt mich. Warum? Warum nicht? Ich verstehe die Frage nicht. Ich freue mich. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder einen Feed haben. Ja. Ich nicht. Und wieder Dinge in die Welt pusten können, auf die die Welt gar nicht gewartet hat. Ich nicht. Endlich habe ich wieder ein Licht im Leben. Hier hatte ich gerade einen Armleuchter genannt. Nein, aber ihr seid heller als die Aura, die ich sehe, wenn ich Migräne habe. Und das will was heißen. Na gut, nicht unbedingt, weil ich eher schwarze Flecken auf den Augen habe als Auren, aber hey, man nimmt, was man kriegen kann. Na, ich finde auch, wir sind eher so Auberginefarben. Döp, 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 döp. Bezaubernde Aubergine. Was eigentlich im Hintergrund? Was? Was? Bei irgendeinem von euch plätschert es im Hintergrund. Das ist der Teich des Nachbarn. Ah. Hast du denn dein Aquarium schon in Betrieb, Pentrion? Nein, noch gar nicht. Ich habe mich noch nicht in den nächsten Zooladen getraut. Oh. Sonst hätte ich auf jeden Fall schon ein mehrbeiniges Tier im Terrarium drin. was auch irgendwie höher priorisiert ist gerade, weil Aquarium hatte ich schon mal. Und der zweite Schritt würde dann das Aquarium werden, genau. Und hast du dich denn geeinigt, was da haben willst, oder bist du immer noch im Findungsprozess? Aquarium oder Terrarium? Beides im Zweifelsfall. Terrarium tendiere ich sehr, sehr stark zur Gottesanbeterin, weil es einfach keine so lange Lebensdauer hat und so zum Testen mal ganz cool ist. Aquarium bin ich von den Garnelen wieder weg und würde, glaube ich, wirklich auf die Guppies gehen. Ja.
Ja, ich habe ja immer noch meine Frösches im Sinn, aber ich bin momentan noch nicht dazu in der Lage. Ja, Fröschlis wären auch geil. Ich kann dir ein paar Molche fangen gehen. Sie nannten ihn Guppi, Guppi, Freund aller Kinder. Ich habe auch schon über eine Ameisenfarm nachgedacht, aber... Oh ja, kennst du den Ameisenmann von YouTube? Nein. Das müssen wir ändern. Ich hatte halt so eine, in irgendeinem Tierpark hatte ich das mal gesehen und fand das großartig. Im Grunde genommen war ein sehr, sehr großer Pizzateller mit Wasser gefüllt. Aha. Und in der Mitte ein Ameisenbau von so Plattschneiderameisen. Ah, die halt nicht runter können, weil das Wasser drumherum ist. Genau. Und dann über so ein Röhrensystem halt ihre Blätter daran schaffen können. Aber das wäre mir ja wurscht. Die könnte ich ja raus auf den Balkon leiten, dass die den Bambus abfressen. aber das wäre schon, sowas wäre schon auch geil. Aber ich hätte, glaube ich, zu viel Angst, irgendwann nachts betrunken dagegen zu stoßen. Und dann hast du die Viecher in der Bude. Aber du kannst ja, also in dem Terrarium geht es jetzt nicht. Aber die kannst du ja auch in einem richtigen geschlossenen Terrarium halten. Das geht auch. Ich suche nur gerade... Ameisenmann. Der Ameisenmann ist genial. Das fetzt total, der Typ. Und ich bin ja jetzt eigentlich... Ameisen sind ja meine persönliche Nemesis, wie wir wissen. Aber seit ich dem Mann folge, habe ich doch da eher Spaß dran. Und der hat, ich finde aber gerade leider das Video dazu nicht. Ja. In irgendeinem seiner Videos hat er in das Ameisentrarium Fröschis reingesetzt. Okay. Und hat aber eine ganze Bude voll Frösche gehabt. Weil er sein Terrarium, das ist undicht gewesen. Mhm. Und dann musste er das alles nochmal umbauen und dann musste er die Viecher halt evakuieren erstmal. Und dann haben die Fröschis erstmal einen halben Tag in seinem Bad gewohnt. Voll gut. So gut. Aber Fröschis fetzen sowieso. Fröschis sind cool. Mhm. Hatte ich auch schon geguckt gehabt, so irgendwas Fallgiftmäßiges. Mhm. Da stand halt überall bei, dass so die Terrariumgröße so das absolute Minimum wäre. Und das war so für mich so der Punkt, wo ich dachte, ha. Ja. Wenn das so an die Grenze zum artgerecht halten stößt. Ich habe ja nicht viel Gewissen, aber bei Tieren irgendwie schon. Ja, ist schon richtig. Nee, aber es gibt ja zum Beispiel eben diese Krallenfrösche. Mhm. Das sind ja Wasserfrösche. Die brauchen in dem Sinne kein Terrarium, sondern die wohnen halt richtig im Aquarium drin. Okay. Die kannst du halt bloß nicht zusammen mit Fischen halten. Ja. Weil die ein kleines bisschen dumm sind. Okay. Das heißt, wenn du die fütterst, fressen die Fische denen das komplette Futter weg. Bis der Frosch mal begriffen hat, da war ein Wurm. Flup. Ah, okay, ja. Na, also das ist eigentlich der einzige Grund. Aber wenn du die in einem Artenbecken hältst, ist das eigentlich überhaupt kein Ab. Du brauchst kein großes Terrarium. Schatzi-Pups, weil wir vorhin drüber geredet haben, willst du unseren Hörerinnen nicht denn mal erzählen, wie du Rubber fandest? Rubber, ein großartiger Film. Schaut Rubber, wenn ihr ihn irgendwo kriegen könnt. Obwohl er vom Flo empfohlen wurde, geht es nicht um nackte Menschen in Gummianzügen. Ich war sehr enttäuscht. Ich auch ein bisschen, aber andererseits auch ein bisschen beruhigt. Es geht um einen mordenden Autoreifen und es ist großteils aus der Perspektive des Autoreifens gefilmt. Das ist sehr schön. Sehr, sehr viel hier so Atmosphäre und so Gedöns. Also kann man echt mal gucken. Auf YouTube kursiert eine Version noch zumindest mit einer sehr schlechten Audioqualität, die ich nicht nochmal gucken möchte. Ich gucke jetzt, dass ich den irgendwo in einer vernünftigen Qualität kriege. Und dann würde ich sagen, besprechen wir den mal en Detail, wie der Franzose sagt. Minutenweise Rubber. Mhm. Ein Reifen rollt durchs Bild. Und, ein Reifen rollt durchs Bild. Hey, ihr werdet ganz viele neue Folgen kriegen, immerhin. Aber was mir aufgefallen ist, es laufen in letzter Zeit wieder sehr viele King-Filme. Wo? Überall. Also ich habe letztens
Was war's? KuchoCon? Dann der neue S-Con letztens im Fernsehen, der erste Teil. Dann Christine kam letztens mal wieder. Aber gut, Christine läuft sowieso ständig. Ist ja auch ein toller Film. Real M lief letztens auch mal wieder. Den gucke ich ja auch immer wieder gern. Ja, absolut. Der letzte Scheißfilm, aber da war ich unterhaltsam. Also das scheint in letzter Zeit wieder mal ein bisschen anzuziehen, die ganze TV-Verfilmungen. Ja, schön. Ich überlege ja, ob ich nicht irgendwann mal so eine Retrospektive von Kinder des Zorns starte. Und dann weine ich ein bisschen. Also. Ja, mal gucken. Na, vielleicht machen wir da tatsächlich mal was Schönes für den König Bube Dame Gast raus. Wir wollten aber ja eh auch mit den Filmen. Zum Teil gibt es die gar nicht auf Deutsch, was ja jetzt auch nicht so schlimm ist, aber also man kriegt sie eigentlich in den meisten Fällen für wenig Geld bei Amazon gebraucht. Und gerade die frühen. Was wir unbedingt mal machen müssen, ist Leprechauns. Ja. Und zwar alle. Von 1 bis Leprechauns in Space. Ja, danach gibt es ja noch 2 oder 3. Ja, ich weiß schon. Aber das müssen wir uns antun irgendwann. Ja, wir wollen ja auch irgendwann mal die Raketenwürmer. Wie stündet ihr eigentlich zu einer Mel Brooks-Reihe? Oh, kann ich auswendig mitsprechen. Wenn ihr damit leben könnt, bin ich dabei. Einverstanden. Ja, immer gerne. Wobei ich zugeben muss, dass ich manche der frühen Werke gar nicht so toll finde. Aber welche würde das betreffen? Ein Katapult. Warte mal. Es sind ja sowieso nicht so viele Filme. Ich glaube, es sind 12 oder 13 insgesamt. Okay, ich käme auf 4. Ja, dann ich bin gespannt. Also als Regisseur haben wir von 1968 The Producers, deutscher Titel Frühling für Hitler. Ein schöner Film. Und wenn du den nicht kennst, eine Schande über dich. Ich habe ihn mal gesehen, aber ich habe ganz wenige Erinnerungen dran. Es geht um zwei jüdische Musical-Produzenten, die einen Flop brauchen, um steuerlich absetzen zu können. Und da kommt dieses Angebot für ein Stück namens Frühling für Hitler gerade recht. Und das wird natürlich ein Hit und kein Flop. Dann gibt es die 12 Stühle. Kann ich mich nicht wirklich mehr dran erinnern. Nee, Der wilde, wilde Westen, Blazing Saddles. Der war okay. Der war okay. Frankenstein Junior, ein großartiger Film. Mel Brooks' letzte Verrücktheit Silent Movie. Den kenne ich gar nicht. Ich habe ihn mal gesehen, ich kann mich aber auch nicht dran erinnern. Höhenkoller, High Anxiety, weiß ich auch nicht mehr so richtig. Dann kommt natürlich Die verrückte Geschichte der Welt, ein Meisterwerk. Gefolgt von Spaceballs. Ja. Bei Spaceballs fand ich nie so geil. Oh. Also in der Reihe ab 81 fand ich dann auch den schlechtesten. Ja, genau. Einigen wir uns darauf, genau. Mhm. Genau. Das Leben stinkt. Ja, Helden in Strumpfhosen, der Robin Hood Film. Und natürlich Dracula tot, aber glücklich. Ja. Ja. Flieg, meine kleinen Freunde, flieg. Mhm. Das wären 11 Stück. Ja, das ist gar nicht so viel. Das schweigende Hammel. Sehe ich hier noch bei als Darsteller. Auch ein sehr schöner Film. Ja. Er hat in Die kleinen Superstrolche mitgemacht. Ein schlechter Film, aber die kleinen Strolche aus den 20er, 30er Jahren sind echt lustig. Naja, was man so als lustig bemerkt. Also für so diese, ich mag diese Stummfilmsachen. Also, die sind schon cool. Ja, aber das ist halt auch, na gut, aber du magst halt auch Coming of Age. Aber das sind halt wieder Arschlochkinder. Natürlich sind das Arschlochkinder, aber sie. Das Schöne ist, das ist wie bei den Simpsons, wenn das parodiert wird. Die haben im Studio gehört und die konnten damit machen, was sie wollten. Ach, jetzt habe ich die natürlich völlig durcheinander geworfen, ne? Richtig. Weil ich habe jetzt natürlich die Jim Abrams-Filme auch irgendwie mit reingekippt, gedanklich. Also, die Meisterwerke, da müssen also wir natürlich auch nicht mal. Nur hier Hot Shots, sondern eben auch mein absoluter Lieblingsfilm in der Reihe, Mafia, eine Nudel macht noch keine Spaghetti. Oh ja! Oh, ich sehe goldene Zeiten auf uns zukommen. Übrigens. Alleine Hot Shots 2 kann ich auch komplett mitsprechen. Mhm. Übrigens war Mel Brooks Produzent bei Filmen wie Der Elefantenmensch von David Lynch und dem Remake von Die Fliege.
Was ich echt cool finde. Wie war denn noch gleich? Aber nee, ich glaube, das war schon wieder Cold Noir. Das hatte schon wieder damit nichts zu tun. Na, helft mir. Hotshots war, sie haben dort die Schnürsenkel zusammengebunden, die Schweine. Aber komm mit mir, wenn du leben willst, war Cold Noir, glaube ich. Nein, stimmt gar nicht. Komm in mir, wenn du leben willst, war Born Together. Ja, ja. Auch was wir gerne mal gucken ja. Können. Oh, Born Together kann ich dich durchschmeißen. Das ist auch ganz schlimm. Einverstanden. Aber wenn wir bei den Abrahams-Filmen sind, ich meine, sein erster ist ja ein Meisterwerk. Airplane. Die unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug. Ja, wie viel bringt jetzt auch letztens aus wieder im Fernsehen? Ja, das ist großartig. Die nackte Pistole. Den habe ich nicht gesehen. Den hast du nicht gesehen? Nein. Also, Junge. Ich meine, du bist doch älter als ich. Wie hast also, du das die ganze Zeit hingekriegt, den Film zu umgehen? Die nackte Pistole ist jetzt sowieso die Fernsehserie. Die nackte Kanone ist dann der Film dazu. Ah, okay. Genau. Jetzt gibt es auch Sinn. Genau. Aber es ist einfach großartig. Szenen wie, der Mörder ist immer der Gärtner. Ja, in diesem Fall gab es keinen Gärtner. Ich weiß, deswegen habe ich einen mitgebracht. Werfen Sie ihn. Zigarette? Ja, ich weiß. Oh, es wird großartig. Es wird alles großartig. Und die Hieselflo, da kannst du mir bestimmt helfen. Die Comic-Serie, wo Bela B. mitgesprochen hat. Ach, ja. Mit Engels, mit dem Frettchen. Ah, die war geil. Die war so geil. Scheiße, wie heißt die denn? Ja, dann googeln wir kurz Bela B. als Frettchen. Ja, mach das. Ich bin hier mittlerweile schon wieder woanders abgebogen. Die lief doch auch auf MTV damals. Natürlich, das war die große Zeit. Free for All. Free for All. Ja. Das müsste man auch mal wieder einsetzen. Ja, ja, definitiv. Kennst du denn, ich bin bei Abrahams jetzt abgebogen, der hat zwar nicht Regie geführt, sondern John Landis, aber Kentucky Fried Movie. John ja. Lennon? John Landis. Ja, oh, den habe ich, glaube ich, angefangen zu gucken und bin mit mir selber übereingekommen, dass ich nicht genug Alkohol im Haus habe, um es weiter zu ertragen. Ja, das solltest du dann dringend dir einen antrinken, dann gucken wir den mal. Okay. Das war dieser Episodenfilm, ne? Ja, ja, da gibt es noch andere solche Episodenfilme. Ich glaube, die Fortsetzung ist Amazonen auf dem Mond. Mhm. Aber es gibt dann eine ganze Reihe bis hin zu neueren Filmen. Wie ist der Movie irgendwas? Irgendeine Zahl, die mir nicht einfällt. Wie heißt der Wolverine? Hugh Jackman. Wo der zum Beispiel mitspielt als Typ mit Klöten am Kinn. Das sagt mir irgendwas. Ich möchte mal kurz wo ganz anders abbiegen. Ich habe gerade aus Recherchezwecken nochmal nach Alt und Verbitterung gesucht. Der erste Eintrag, der kommt. www.emotion.de. Ist ja sogar genau die richtige Anlaufstelle für uns alle. Verbittert. So wirst du wieder positiv. Das ist keine von meinen URLs. Nein. So, dann kommt weiter. Häufigste Symptome einer Verbitterung sind Ängste, Depression, Aggression, Schlafstörungen und das Ergebnis ist nicht selten eine verbitterte alte Frau. Ich fühle mich ertappt. So, wie werden wir denn wieder positiv? Ich möchte zum Protokoll geben, die Seite, wie werde ich positiv, lebt nicht. Und ich hatte hier gerade, ich habe es rausgefunden, ist Movie 43 und dachte gerade, Moment mal, wann bin ich auf eine Pornoseite abgebogen? Da ist ein Link drin, über den ich gerade mit der Maus gegangen bin, zu dem Begriff Scheideneingang. Und da geht ein großes Bild auf. Hm.
So, ich möchte die Aspekte, wie wir nicht mehr verbittert sind, kurz angehen. Mhm. Erstens, Verantwortung übernehmen. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir die Einzigen sind, die keine Idioten sind. Mhm. Zweite Frage. Stimmt das wirklich? Ja. Drittens, die persönliche Kosten-Nutzen-Rechnung. Es gibt Idioten, es gibt nützliche Idioten und es gibt vernünftige Menschen. Mhm. Davon aber wenige. Und wir haben zu wenig Bierteig. Mhm. Viertens, Perspektive wechseln. Wir haben ja schon geklärt, wir möchten alle nicht in der Haut des anderen stecken. Fünftens, das Was-wäre-wenn-Spiel. Ich glaube, keiner von uns möchte dieses Spiel spielen. Völlig richtig. Sechstens, kämpfe für dich. Wenn ich dann aber wieder mit der Axt dastehe, gucken sie wieder an. Siebtens, setz dir positive Impulse. Ich weiß nicht, ob unser elektrischer Stuhl Sterbi durchgeht, aber... Kümmere dich liebevoll um dich. Verbitterung überwinden mit der Kraft der Natur. Also mehr saufen und mehr kiffen. Klingt nach einem Konzept für einen Podcast. Vergleiche ziehen uns runter. Ist logisch, weil ich habe sowieso den längsten. Elftens, raus aus der Isolation. Klar. So muss ich zu Corona-Zeiten auch nicht sagen. Mhm. Feiere deine Stärken. Ja. Was mögen wir denn an uns? Also war das jetzt eine Frage, so was mag ich an euch oder was, nein, was mag ich an mir? Dir? Ich mag an mir am liebsten, dass ich immer genau den richtigen Winkel habe, um Kniescheiben abzutrennen. Ich mag an mir, dass ich eigentlich immer Schnaps im Haus habe und weiß, wo meine Messer liegen. Ich mag Züge. 13. Ablenkung hilft. Deswegen sind wir hier. Mhm. 14. Bewegung. Fällt wieder unter den Flap-Flap-Flap-Moment. Mhm. Ich würde also sagen, wir sind gut vorbereitet und überhaupt nicht verbittert. Nur mhm. eins. Mhm. Diese Idioten. Ich mag, damit ich alt bin und bald sterbe. Ach, das ist schon wieder viel zu viel Optimismus für mich. Das sollen wir doch hier dingsen. Ich werde euch ausstopfen. Das ist okay. Aber ich wäre eigentlich mehr für ein Machtlos, wenn das okay ist für dich. Hm. So ein bisschen Formaldehyd, das passt schon. Na gut. Ich brauche auch nicht viel Platz. Ist die Dela noch gut? Ja, ja, die haben wir richtig eingemacht. Aber ich wollte noch einmal auf, wir hatten doch vorhin irgendwas mit Latex als Thema, oder? Rubber von dir. Ach ja, genau. Ich wusste, irgendwas war. Ich wollte noch sagen, liebe Leute, googelt bitte mal Bildersuche den Begriff Vakuumbett. Ich habe Angst.